Sag's mal so, souverän ist, wenn man sich souverän verhält. Wir könnten souverän sein, wenn wir es auch wollten und wenn die Politik es auch wollen würde, wenn nicht ständig Kompetenzen an nicht legitimierte Einrichtungen abgegeben werden, demnächst wahrscheinlich noch an die WHO. Der Arbeitskreis Sicherheitspolitik hat Ende vergangenen Jahres die einstimmige Entscheidung getroffen, Deutschland soll neutralen Status wie Österreich oder die Schweiz bekommen. Damit kommen wir zu dem Thema. Flüchtlingsströme sind Teil der Kriegsführung. Wir wollen die Flüchtlingsströme nicht. Wir wollen unser Volk. Wir wollen unser Recht. Warum glauben Sie, dass ein anderer Kanzler als Scholz oder Merkel das besser macht? Egon Bahr, Willy Brandt, Kanzlerakte kann man googeln. Da findet man zwei Interviews mit Egon Bahr in der Süddeutschen und der Jungen Freiheit. Jeder Kanzler muss unterschreiben die Vorrechte der Siegermächte. Wir stehen unter Besatzungsstatut und diese Frage, weiß ich, die wird nicht gerne in diesen klassisch konservativen Kreisen gestellt. Wo ist die Freiheit? Sie haben auch von der Freiheit gesprochen. Die Freiheit kann es nur geben, wenn wir eigenständig Entscheidungen treffen können und wenn nicht Verbündete zum Beispiel unsere Energieinfrastruktur sprengen. Wo ist die Freiheit? Wie kriegen wir diese von mir angesprochene Freiheit zurück für eigenständige Entscheidungen zum Wohle des deutschen Volkes? Also es gibt kein Besatzungsstatut, das in Deutschland noch greift. Und ich sage es mal so, souverän ist, wenn man sich souverän verhält. Wir könnten souverän sein, wenn wir es auch wollten und wenn die Politik es auch wollen würde, wenn nicht ständig Kompetenzen an nicht legitimierte Einrichtungen abgegeben werden, demnächst wahrscheinlich noch an die WHO oder an andere Stellen. Wir brauchen das nicht abzugeben. Wir können auch die Kompetenzen wieder zurückholen, wenn wir denn wollten. Aber diese Politiker wollen es offensichtlich nicht. Und deswegen kommt es entscheidend darauf an, dass wir andere Politiker haben, dass wir eine Politikwende haben, dass wir einfach sagen, wir holen uns unsere Souveränität wieder zurück. Wir lassen uns von Frau von der Leyen nicht vorschreiben, ich sage mal, wie die Verschlüsse von Plastikflaschen auszusehen haben, wo er jetzt, wie Sie gesehen haben, vorgegeben wird, dass die alle noch so einen Haken haben und befestigt sein müssen an der Flasche. Wir lassen uns das einfach nicht vorschreiben. So, diese Souveränität müssen wir uns einfach auch wieder zurückholen. Wir müssen auch Mut haben, auch unseren Verbündeten mal Nein zu sagen. Überhaupt müssen wir, glaube ich, viel mehr lernen, Nein zu sagen. Ich habe es früher mal Mitarbeitern. Ich hatte es jungen Mitarbeitern immer empfohlen, den Männern morgens beim Rasieren, den Frauen morgens vor dem Spiegel Nein sagen üben. Ein Nein sagen üben ist oft wirklich hilfreich. Ich würde es auch gerne, ich habe Friedrich Merz empfehlen und auch unserem Bundeskanzler zum Beispiel, als er sich damals mit Biden hat filmen lassen im Zusammenhang mit Nord Stream, hätte er Nein sagen müssen. Er hätte klar sagen müssen, wir lassen uns dieses Verhalten hier nicht bieten. Dass die Amerikaner vorher erklären, also dass Nord Stream 2 nicht ans Netz gehen wird und dann wird aus unerklärlichen Gründen dann Nord Stream gesprengt. Ja, und dann soll es plötzlich irgend so eine ukrainische Gang gewesen sein. Ich meine, wie blöde kann man eigentlich sein, dass man diese Märchen glaubt? Wenn ich ins Ausland fahre, lachen die mich ja aus, dass hier in Deutschland man tatsächlich noch diese Märchen glaubt, während meine Ex-Kollegen von den verschiedenen Diensten natürlich sagen, dass, ne, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Natürlich sind uns und die Amerikaner weiterhin unsere Partner. Und ich habe auch, als vor Jahren mal gesagt wurde, Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Snowden-Affäre, abhören unter Freunden geht gar nicht, habe ich gesagt, wieso sind die unsere Freunde? Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Partner. Ja? Die Amerikaner haben uns noch nie so. Ja? Aber sie sind unsere Partner und wenn ich sage, die Amerikaner, meine ich jetzt in erster Linie die Biden-Administration.
Ich habe auch die Hoffnung, dass es in Amerika am 4. November zu einer Politikwende kommt, damit wir auch hier Rückenwind haben. Die Amerikaner sind nach wie vor das Volk der USA, ein befreundetes Volk, das leider auch Pech hat mit dieser Regierung. Und ich hoffe auch, dass diese Regierung in unserem Interesse, aber auch im Interesse der Amerikaner, dass diese Regierung in diesem Jahr in den USA abgewählt wird. Dann die Frage zu einer Äußerung meines Amtsnachfolgers. Ich sage mal so, was mein Amtsverständnis war. Der Verfassungsschutz hat sich aus der Politik grundsätzlich rauszuhalten. Ja? Ich bin auch der festen Überzeugung, es ist nicht Aufgabe eines Geheimdienstes, eines Inlandsgeheimdienstes, legale politische Gruppierungen oder Parteien zu beobachten. Während meiner Amtszeit habe ich die Beobachtung der Partei Die Linke abgeschaltet, weil ich gesagt habe, der festen Überzeugung war, Deutschland neben Österreich, was alles nachmacht in der Hinsicht, was wir tun, ist der einzige, hat den einzigen Inlandsgeheimdienst in ganz Europa, Westeuropa, das Parteien beobachtet. Ja, wir sind der einzige Inlandsgeheimdienst. Wenn ich mit britischen, französischen, selbst mit Schweizer Kollegen gesprochen habe, die konnten es gar nicht glauben, ja, dass ein Inlandsgeheimdienst, der einer Regierung untersteht, die von Politikern, von Parteien geführt werden, andere Parteien beobachten darf. Das ist in allen anderen westlichen Staaten ein Unding. Und wenn das gemacht wird, führt das natürlich zum Rücktritt oder sollte es zum Rücktritt der Regierung führen, weil dies gesetzeswidrig ist. In Deutschland sieht man das anders und setzt den Geheimdienst auch ein, um Parteien zu beobachten. Ich habe da ein anderes Amtsverständnis. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, natürlich hat das Auswirkungen auf Wahlen, wenn der für den Verfassungsschutz zuständige Minister oder der Amtschef sagt, also die Partei, die ist hier ganz übel, die ist verfassungsfeindlich oder wir beobachten diese Parteien. Das hat natürlich Auswirkungen. Da gibt es viele Bürger, die dann davor zurückschrecken, diese Partei zu wählen. Und deswegen ist dieses Instrument der Beobachtung von Parteien in der freiheitlichen Demokratie ist natürlich Gift. Und Gift sollte in den Giftschrank und der Giftschrank sollte nur dann geöffnet werden, wenn es wirklich notwendig ist, also wenn die Überwindung der freiheitlichen Demokratie wirklich unmittelbar bevorsteht.